Sieh mal einer an, hier waren wir schon mal. Jetzt sind wir doch wieder an dem Anfang zurückgekommen. Da hinten waren wir auch schon. Das heißt, wir können nur noch hier lang. Und von hier kamen wir schon mal. Hier waren wir aber noch nicht, so wie es aussieht. Sie sieht aus wie alle anderen. Sie sieht aus wie alle anderen. Ich wüsste aber nicht, wie ich jetzt hier die Spur ausmachen soll. Ich weiß nicht einmal, wo ich ansitze. Labyrinth überspringen. Ne, wir wollen es mal ausprobieren. Ich bin an sich ja eigentlich ein Freund von sowas, solange es nicht zu lange dauert. Wo war der Dolch? Na nö, kann ich jetzt hier noch lang? War ich hier schon? Ich glaube es fast nicht. Ich komme von hier? Nein. Moment. Weg? Ich bin verwirrt. Ich kam jetzt von hier, das heißt, hier war ich auch schon. Hier vielleicht doch beim Schwert bleiben sollen, vielleicht hätte ich da doch was machen können. Wo ging es lang? Wo ging es lang? Meine Nerven liegen blank. Ohne Mist. Oh mein Gott. Ist ja schlimm. Hier hätte ich also rauskommen sollen. Hä, das kann ich mitnehmen jetzt, oder was? Ach, alles klar, ich hätte also doch die, ich hätte doch die Dolch einsammeln müssen. Alles klar, okay.
Um es mit ihr aufzunehmen, brauche ich etwas Eindrucksvolleres. Ich gehe keinen Schritt näher, nicht bevor ich sicher bin, dass hinter diesem Netz nichts lauert. Das reicht noch nicht. Okay. Das reicht noch nicht. Mir fehlt die Vision. Das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht als Waffe. Ich gehe keinen Schritt nicht ohne Waffe. Ich habe doch eine Waffe. Um es mit ihr aufzunehmen. Um es mit ihr... Das wäre grausam. Das wäre grausam. Mit Staber geht sie gar nicht. Ich gehe keinen Schritt nicht... Ich glaube nicht, dass es so einer großen Spinne nach Früchten geht. Ich bin verwundert. Ich darf jetzt nicht den Kopf. Ich darf jetzt nicht den. Das bringt mich nicht weit. Das wäre grausam. Das wäre grausam. Ich gehe kein. Nicht. Er hängt im Netz fest. Was für eine armselige Falle. Der Stab hängt im Netz. Ich gehe mal jetzt, ich gehe mal zurück, mal schauen, was hier war. Später. Erst will ich den Stab wieder haben. Silberschale. Da hängen überall kleine Spinnen. Ich lasse sie besser liegen. Ich brauche sie ohnehin nicht mehr. Wie sind die denn hier durchgekommen? Später. Und was sind hier für Spinnen? Wo kommen die Spinnen? Ich meine, ich habe jetzt nicht viel, ne? Ich muss ja irgendwas kombinieren können. Besser nicht. Besser nicht. Das bringt mich nicht. Ach so. Das reicht noch nicht als... Besser nicht. Ich darf mein Ziel nicht... Alles klar. Jetzt schnell den Stab. Ach du Scheiße. Ah, Prinzessin. Ich hatte mich bereits auf die nächsten 1000 Jahre eingestellt. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wo ist er lang? Da hinten über den Baumstamm. Dass die Spinne sie nicht interessiert, die dahinter hier ist. Gut, sie folgt uns nicht. Wir sind sicher. Vertraust du mir jetzt? Ihr habt mich doch nur gerettet, damit ich euch sage, wohin euer verräterischer Führer geflohen ist. Hör auf, an mir zu zweifeln und beginne endlich mir zu vertrauen. Ich vertraue euch erst, wenn ihr mir sagt, was ihr mit mir vorhabt. Nichts. Ich habe nichts mit dir vor. Es liegt ganz allein an dir, ob du mir hilfst oder nicht. Das glaube ich nicht. Ich ziehe in eine Schlacht, deren Verlauf kein Wesen voraussehen kann. Ich folge einem Plan, der sich nicht planen lässt. Ich nehme, was ich kriegen kann. Und wie ein Gaukler baue ich mir daraus ein Sicherheitsnetz. Aber woher wisst ihr, dass das Netz am Ende halten wird? Das weiß ich erst, wenn es soweit ist. Alles, was ich tun kann, ist fallen. Wieso habe ich nur das Gefühl, dass das alles kein gutes Ende nehmen wird? Vertrau mir. Ich habe besser vorgesorgt, als du glaubst. Stufe aufgestiegen. Den Pfad entlang, das war auch alles, was wir machen können. Dann folgen wir unserem Führer. Ich hätte es gerne mit der Spinne jetzt aufgenommen. Was ist hier geschehen? Sieht aus, als hätte ein Kampf stattgefunden. Totes Pferd. Neben dem Blutgeruch kann ich noch etwas anderes riechen. Hat der Feigling etwa seinen Dolch mit Gift präpariert? Pfeile? Er steckt zu tief im Baum. Aber ohne Bogen kann ich ohnehin nichts damit anfangen. Ich könnte mit dem Dolch eventuell das Ding rausholen. Davon brauche ich kein... Lagerfeuer. Oh, endlich etwas Wärme.
Im Zelt liegen noch ein paar Felle. Sie haben einfach alles stehen und liegen gelassen. Kaputtes Zelt, okay. In dem Fall kann ich aber irgendwie trotzdem nichts anfangen. Gehe ich mal weiter. Schon wieder ein Labyrinth oder was? Anscheinend schon. Okay, dann werde ich einfach mal... Moment. Ach, ich kann hier gar nichts hinlegen, okay. Das ist jetzt ohne hinlegen hier. Endlich. Die erste Etappe ist geschafft. Aber dort hinauf schaffe ich es niemals ohne Führer. Ich dachte, ihr seid vorbereitet, Herrin. Da am Wasserfall ist jemand. Und mindestens einer davon kommt mir doch sehr bekannt vor. Wasserfall? Vairondra. Ich glaube, seine Klinge war vergiftet. Hättest du nur ein Schwert benutzt und nicht diesen vermaledeiten Bogen. Ganz ruhig. Wenn du dich aufregst, verteilt sich das Gift nur noch schneller in deinen Venen. Bist du sicher, dass uns niemand gefolgt ist? Wo ein Verkina aus dem Busch springt, ist die restliche Sippe nicht weit. Keine Sorge, er hat keine Haare. Er ist ein Ausgestoßener, ein Unehrenhafter, der seine Gegner feige vergiftet. Ich werde ihn für seine Schandtat büßen lassen. Das sind Rondra-Amazonen. Ich hatte gehört, dass sie ihre Festung westlich von hier haben. Aber was machen sie so weit draußen? Kümmert euch nicht darum und verschwindet von hier. Nein, ich brauche den Mistkerl. Nur er kennt den Weg nach Draconia. Den Göttern zum Gruße. Wie ich sehe, habt ihr einen Verkina gefangen. Wer seid ihr? Ich sage mal die Wahrheit. Ich heiße Satya. Der Verkina sollte mich durch den Raschtulswall führen, bevor er mich niederschlug und ausraubte. Danke, dass du ihn für mich gefangen hast. Hör nicht auf sie. Siehst du nicht die Finsternis in ihren Augen? Ich habe die Situation im Griff, Mutter Löwin. Ihr wart leichtfertig, einem solchen Mann zu vertrauen. Ein Verkina ohne Haare ist ein ehrloser Verkina. Und ein Mann ohne Ehre ist ein Mann ohne Gottesliebe und Stolz. Und als solcher zu allem fähig. Wohin sollte er euch führen? Ich bin auf dem Weg nach Draconia. Zum Konzil der Elemente? Warum? Ich will mich dem Heiligen Heer dort anschließen. Und in die Schlacht in der Gorischen Wüste ziehen. Dann haben wir dasselbe Ziel. Nicht Draconia. Aber den Krieg. Erschieße sie. Sie ist böse. Ihr sprecht im Wahn. Bitte beruhigt euch. Okay. Was ist mit deiner Gefährtin? Wir hatten unterhalb der Nebeldecke unser Lager aufgeschlagen, als der Verkina uns überraschte. Er erdolchte mein Pferd und vergiftete meine Schwester mit seinem Dolch. Wir nahmen ihn gefangen. Und um weiteren Angriffen zu entgehen, zogen wir uns hierher zurück. Zum Glück ist das Gift harmlos, aber es verleitet zu Fieberträumen und zu Schläfrigkeit. Gibt es Neuigkeiten vom Schlachtfeld? Die Truppen aus Zorgan sind auf dem Weg nach Ankopal, bereit, das Zentrum des Bösen zu attackieren. Sie warten nur noch auf die Verstärkung, die derzeit in Draconia vor Anker liegt. Derweil sammeln sich die Horden der Finsternis in der Gorischen Wüste. Eine glorreiche Schlacht steht uns bevor. Okay, also wird es jetzt bald so... Du bist sehr jung für eine Kriegerin. Wenn das Schicksal uns ereilt, können wir nicht warten. Wir müssen handeln, wie uns befohlen. Für Außenstehende ist das schwer zu verstehen. Glaube mir, ich verstehe dich. Vor wenigen Monaten hat unsere oberste Löwin eine Vision unserer Göttin Rondra empfangen. Ein roter, brennender Löwe. Das Symbol unserer Göttin. 20 Ähren, davon nur die Hälfte gereift. Sie stehen für mich und meine Schwestern. Und die Statue einer mächtigen Kriegerin, umschlungen von einer dämonischen Kreatur. Lange haben wir kein so deutliches Zeichen mehr erhalten.
Wenn die Löwin spricht, müssen wir gehorchen.